Ja, moin moin meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren RimWorld-Folge. Heute wieder eine ganz normale Folge, ohne zu viel Gerede, aber eine ganz normal halt. Übrigens bin ich am überlegen, ob ich hier irgendwas mit der Kamera verändern muss, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da was negativ verändert habe. Ich habe beim Chroma Key nämlich ein bisschen die Ähnlichkeit hier runtergeschraubt. Wenn ich das jetzt zu sehr mache, dann fängt es wieder an zu kriseln, seht ihr das? Aber ich denke, so ist in Ordnung. Da ist auch ein bisschen mehr Farbe im Gesicht. Es fängt schon wieder so ein bisschen an zu kriseln. Aber eventuell. Okay, das geht schon mal nicht. Aber mit der Glätte können wir vielleicht so ein bisschen arbeiten. Ja. Gut, das ist schon mal ganz. Das ist schon mal besser, ne? Ein bisschen farbiger. Übrigens, wenn ihr euch fragt, was ich hier habe, da habe ich mich mit dem Rasierer geschnitten. Ich habe so gedacht, ja, hier, ne, machst mal die Haare weg und dann habe ich das so ein bisschen die Schärfe so ein bisschen unterschätzt. Ja. Und dann ratsch. War nicht so cool. Auf jeden Fall haben wir hier ganz viele, die sieht man jetzt nicht so gut, ganz viele Kobras, 38, wie es aussieht. Und wir können mal eben kurz die Leute hier aufstellen. Wird langsam ein bisschen eng hier vorne, ne? Jetzt haben wir nämlich Zockerkitty hier noch am Start. Biokodiert hier vorne können wir das Ding gar nicht nehmen. Wir haben gar keine Waffe für Zocker. Das ist ja kacke. Müssen wir irgendwie mal schnell eine Waffe machen, ne? Wie wär's denn mit einem Sturmgewehr? Allerdings möchte ich jemanden haben, der Handwerkstufe mindestens 14 hat. Damit das nicht verschwendet wird, weil das ist echt teuer, das Ding. Aber ich denke, ein Sturmgewehr ist ganz ordentlich für den Anfang. Ja, das sind echt viele Kobras. Das sind echt verdammt viele Kobras. Okay, sie kommen. Ja, Schrödi und Zocker können so ein bisschen rumlaufen und die abwehren, wobei Zocker wird dann nicht so viel machen können. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Da kommen sie. Ja. Das sind ein bisschen viele. Ein paar sind hinten, also wir haben jetzt nicht alle gleich vorne, aber die meisten sind vorne mit dabei. Okay, die meisten kriegen wir gut weg. Die bleiben vorne. Rette Schröder! Da vorne kommt noch eine. Aber Schröder hat ein bisschen was abgekriegt. Zocker Kitty hat auch ein klein wenig was abgekriegt. Ich glaube, das. Eine schwere Vergiftung? Wo hat er denn bitte eine schwere Vergiftung her? Ach ja. Stimmt ja. Ich glaube, eigentlich sollte Zockerkitty eher reingetragen werden. Egal, geh rein, dann brichst du halt weiter drinnen zusammen. Ach, der Howling-Bot macht das schon. Ja, wer ist ein guter Junge? Wer ist ein guter Junge? Nee, da kommt der Letzte. Oder die Letzte. Ja, die Letzte ist ein Weibchen. Ja, komm. Heul nicht rum hier. Wir haben alle zu leiden.
Das Leben ist eine Quälerei. Gut, Zuckerkitty bringt den gerade weg. Das ist sehr schön. Auch wenn... Genau das dachte ich mir nämlich. In 4 Stunden tot, oh. Guter Junge. Gleich gerettet hier. That's my boy. Dies geschah aufgrund von Betäubung. Ja, soll ich dich ohne Betäubung dir Beine ranschrauben im Arm? Tut mir leid. Klar, gerne das nächste Mal. Apropos, wir haben ja jetzt Schrödi. Der hat ja jetzt 2 bionische Beine, ne? Richtig gut. Ja, schwere Vergiftung. Schon die Kobras, die machen das, ja. Hab ich ganz vergessen. Wäre vielleicht doch mit Nahkämpfern nicht. War mit Nahkämpfern vielleicht doch nicht so eine gute Idee, ne? Naja, egal. Aber Zuckerkitty hat sich schon gleich hier bewiesen, ne? Finde ich schon mal gut. Allerdings muss hier das Sturmgewehr fertig, damit Zuckerkitty hier auch ein bisschen was machen kann. Ist aktuell nämlich noch nicht so nützlich, die. Der Werte her. Also hier ist er zumindest männlich. Der Schredder. Ja, der macht weiter den Nahkämpfer. Der kann auch wieder laufen, das ist gut, weil dann können wir ihm nämlich gleich mit das Ding zurückgeben, weil sonst vergesse ich das wieder. Wir haben jetzt noch eine Armprothese hier. Wir haben noch ein bionisches Bein. Das ist sehr gut, weil einer hatte hier noch ein anderes Bein. Ich glaube, Terra war das, ne? Genau, das linke Bein. So, leg dich mal hin. Dann soll der... Was? Schnell, 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 schnell. Danke. Jetzt mal kurz die Operation durchziehen. So, jetzt hat die nämlich hier auch ein bionisches Bein jetzt. Das heißt auch nochmal hier eine Verbesserung. Und wir sehen bei Schröder ja... Hoffentlich dann eine Verbesserung mit der Geschwindigkeit, weil der ist halt gebrechlich und ja gut, ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, weil, ne, ist noch angeschlagen und Bewegung ist sowieso eingeschränkt. Aber gucken wir uns den gleich mal an, wie viel sich da halt verändert hat. Ansonsten müssen wir halt gucken, wie wir das machen. Ich könnte dem vielleicht noch eine bionische Wirbelsäule reinklatschen. Ich weiß halt nicht, was ich tun soll hier. Da haben wir, ne? Aber ist auch eine, da gibt es ja nichts, was das irgendwie beeinflusst, oder? Hm. Ja, ist genauso leistungsfähig wie eine biologische. Also das scheint jetzt keinen großen Unterschied zu machen. Aber wir müssen gebrechlich irgendwie kontern. Ich weiß noch nicht wie. Aber als Nahkämpfer wär's. Ja, die bionischen Beine sind schon mal eine gute Lebensversicherung auf jeden Fall. Ja, gucken wir uns den gleich einfach mal an hier. So, ich habe jetzt erstmal ein paar kleine Anpassungen hier vorgenommen. Und zwar habe ich hier ein paar weitere Sachen installiert. Ein paar weitere Geschütztürme, damit wir so ein bisschen besser abgesichert sind. Hier vorne habe ich einen, da habe ich noch einen hingepackt. Ich glaube, da vorne auch noch einen. Hier oben habe ich da noch, glaube ich, irgendwo habe ich da noch einen hingestellt. Also so ein paar halt, ne? Außerdem der Bio-Regenerations-Dingsbums, da ist nämlich eben noch das Forschungsteil fertig geworden. Da freue ich mich auch. Die Armprothese und Beinprothese kann weg. Die Lunge brauchen wir auch nicht unbedingt, aber vorsichtshalber können wir die mal hier lassen. Raccoon-Helm wird auf jeden Fall mitgenommen und das reicht eigentlich, ne? Ja, wir haben jetzt auch gar nicht so viel. Das können wir hier
Ist immer schwierig, ne? Die Leute richtig auszurüsten hier. Also Schröder ist auf jeden Fall wichtig, aber der hat auch schon eine gute... Die sind alle schon recht wichtig, weil die haben alle auch bionische Sachen schon drin und da haben wir schon relativ viel investiert, so gesehen. Aber... Also Esai ist auf jeden Fall sehr wichtig. Esai ist wie Terra ist auch richtig wichtig. Überfall. Ein Tunnelgräber. Wir haben von beiden Seiten hier einmal 18, da nochmal 10. Die haben Tunnelgräber dabei. Das ist halt die Frage, wo die sich durchtunneln wollen. Ne? Versammeln wir die erstmal und gucken uns an, wo die genau sich durchtunneln wollen. Meistens im Lager zerfallen. Ach da, okay. Die werden wahrscheinlich, ja, die werden da hier vorne reinkommen. Das hatten wir auch schon letztes Mal. Ja, ja, eindeutig. Die werden ganz normal vorne rein. Nee, die gehen da. Okay, sehr gut. Die gehen durch das Zimmer. Okay. Gerne. Ihr könnt euch aussuchen, wo ihr sterbt. Mich interessiert das nicht. Die sollten jetzt auch mal langsam fliehen hier. Was haben wir denn hier? Türkise Krake, okay. Stark neurotisch und mental sensibel. Ja, aber ich könnte, eventuell könnte man noch ein paar Organe gebrauchen, ne? Ich meine, man weiß ja nicht. Da, stabilisieren. Mach mal die Wunden weg. Können wir eventuell noch gebrauchen. Der wird wahrscheinlich gleich noch umfallen. Behalten wir den mal im Auge hier. Ansonsten von uns keiner verletzt. Wer hätte es gedacht? Ja, ist noch weggekommen. Trotzdem nicht gerade lucky, der Boy. So. Sehr schön. Oh, und wir hatten heute hier ein tolles Frühstück, muss ich sagen. Na, das ist so schön an den Weihnachtstagen. So diese... Ich weiß nicht. Ist alles irgendwie besser. Ne, Frühstück ist so ein bisschen ausgiebig. Ach ja, stimmt. Ich habe hier die... Bioverformer-Kapsel hingestellt, damit wir da einen reinstopfen können, weil wir nehmen dann die nur für irgendwelche Krankheiten, ne, wie Gebrechlichkeit und so. Und der ist ja gebrechlich, aber er hat auch eine leichte Vergiftung, das ist wegen Bewusstsein, das ist ein bisschen doof, aber so an sich sind wir halt bei Bewegen 75% und das geht so oder so nicht, deswegen Sanitäter, Altersumkehr, Vergnügungs. Aber da bräuchten wir halt für die Bioregeneration zweimal Glitzerwelt und da diese dummen Kolonisten angefangen haben, einfach die Glitzerweltmedizin rauszuhauen, als gäbe es keinen Morgen mehr, können wir das jetzt einfach mal vergessen. So, der antike Komplex hier, den werde ich jetzt nämlich einmal kurz raiden.
Wir werden auch einmal kurz die Aufgabe, denke ich, annehmen. Die Quest nach der Reliquie. Wobei, nee, scheiß auf die Reliquien, habe ich gar keinen Bock drauf eigentlich. Wir können halt ein paar Leute hinschicken. Ich würde sagen so 3, Mark, Niobe und Julian. Brauchen auch keine Elefanten hier. Wir können hier vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Überlebensrationen, so 10 Stück. Und das reicht. Das reicht. Ideologie. Ach so, der hat andere Ideologie noch. Zucker Kitty. Wir müssen dich noch umdrehen. Das ist ja doof. Und ja, die Lager hier sind mittlerweile zu prall gefüllt. Also hier unten habe ich ja schon ein Lager, was ich so ein bisschen... Naja, aber egal. Mark Burian kann man eben was machen, und zwar bekehren. Basis 6%. Kommt man den Glauben ein bisschen... anknacksen. Aber werde ich wahrscheinlich gefangen nehmen müssen, doch noch gefangen nehmen müssen dann. Ja gut, da vorne, hier ist alles angehauen. Da müssen wir mal gucken, ne? Wie wir das machen. Mit, dem Glauben von Zockerkitty. Und wir brauchen unbedingt Glitzerweltmedizin. Vorne haben wir noch welche. Kräutermedizin, ja, weg damit. Wir haben viel zu viel Kräutermedizin. Wir haben Pemmikan. Stoff, bla bla, Bier hätten die. Bier ist eigentlich ganz cool. Ah, nee, in der nächsten Kolonie dann. Das habe ich mir nämlich überlegt, dass wir eine Kolonie machen mit Bier. Wie nennt man das eigentlich? Bierbrauern, genau, ich hätte ja fast Biermeister gesagt, aber denke ich eher an so einen Dicken mit so einer fetten Bierwampe. Nee, auf jeden Fall... Da müssen wir mal gucken. Ja, und wegen dem Mais. Wisst ihr was? Packen wir den ganzen Reis da mal rein. Den Reis und den Mais. Und vielleicht können wir noch die Elefantenstoßzähne reinpacken, weil die werden wir eh nicht los. Was könnte man noch loswerden? Sonst braucht man den Rest eigentlich. Ne, packt da mal eben alles rein. Außerdem würde ich sagen, können wir eigentlich vornehme Roben machen. Genau, so ein paar mehr meinetwegen. Also so 20 Stück ruhig mal. So, jetzt können wir das nämlich wenigstens hier mal reinpacken, weil da ist eh alles voll. Handeln. Was haben wir denn hier? Lunge, Entgiftungsmangel, Steinhautdrüse, wir haben gar nichts dabei. Glitzerweltmedizin. Die haben Glitzerweltmedizin dabei. Wir haben da nichts mehr zu essen. Aber wir finden was zu essen. Ich glaube daran. Ich glaube ganz stark daran. Ich meine, das ist auch unfair. Ne? Auf dem Weg dann finden die das. Das ist voll fies. Und weh, da sind irgendwelche Gegner. Das wäre richtig gemein, wenn da jetzt noch irgendwelche Gegner sind. Wir könnten hier aber irgendwelche Bären noch sammeln und
Ja, wir haben ja, haben wir irgendeinen Guten dabei, der im Feld Sachen gut ist? Ich weiß es nicht. Mir gerade auch scheißegal. Oh. In Besitz und einmal offen bitte. Dann wird das da drin nämlich nicht so heiß. Das finde ich übrigens echt mies. Nein, da. Ich hasse euch. Jetzt macht euren Job. Ihr Unnützen. Da war sogar ein Typ drinne. Der echt scheiße ist. Pop-Ikone. Angehende Pop-Ikone. Eine bionische Zunge. Was ist, Fräulein? Ja, meh. Ich hab grad zu tun. Ja, 10 Minuten kann ich dich nicht beachten. Welch schreckliches Katzenschicksal du nur erleiden musst. So, öffne Sicherheitskiste. Du öffnest die Sicherheitskiste und du wartest hier. Antiker sind aufgewacht. Ja, auch Glitzerweltmedizin drinne. Eben kurz rübergehen. Da ist auch noch eine Kiste drinne. Aber das ist gut, wir haben hier genug Sachen drin. Ein Pendelanzer. Antikes feindliches Terminal. Ne, lass mal. Gut, wir hauen ab. Hier vorne haben wir noch ein paar Beeren. Die würde ich sagen, nehmen wir auch mit. Aber so an sich wirklich gut. Wir haben nicht nur auf dem Weg zwei erhandeln können, sondern haben auch hier nochmal 5 Glitzerwelt bekommen. Das ist richtig geil. Das ist richtig, richtig geil, Leute. So. Geht zurück. Und hier habe ich vergessen, die Waffe mitzunehmen. Ich habe vergessen, die Waffe mitzunehmen. Egal. Reis wird losgeschickt. Da könnten wir 11 Ruf machen. 17 ist nicht viel, aber besser, als wenn es einfach nur rumliegt, finde ich. Wo bräuchten wir denn noch Ruf? Bei denen könnte man noch ein bisschen was gebrauchen eigentlich. Na, immerhin. Auch wenn es nicht ganz gereicht hat. Trotzdem, hier haben wir noch gut Holz. Die anderen sind auch gleich wieder da. Und dann können wir endlich mit der Kapsel anfangen. Ja, bei Schrödi. Leichte Vergiftung, aber hier sehen wir 82% bewegen. Das es geht vielleicht, wenn wir ganz viel Glück haben, auf 90% hoch, ne? Also wenn wir wirklich ganz viel Glück haben. Ich denke, das wird so auf 90% hochgehen und das war's dann.
Übrigens, Kolonisten, Operationen. Nee, da nehmen wir die normale. Die Glitzerwelt ist ganz, ganz wertvoll mittlerweile. So wertvoll, dass wir sie nicht verschwenden dürfen. Starte Sanitäter, Bioregeneration. Da. Linker Arm Stichnarbe und Oberkörper gebrechlich. Genau das wollen wir wegbekommen. Der wird lange außer Gefecht sein, aber dafür bekommen wir halt einen besseren Schröder wieder zurück, ne? Und da ist er auch schon drin. Ne? Außerdem ist hier halt clean, das heißt, das geht schneller. Oder relativ schnell. 22 Tage ist er jetzt weg. Damit müssen wir leben. Aber ich glaube, das wird hier auch mit eingerechnet. Da, seht ihr den Knick? Ich glaube, das wird damit eingerechnet. Ich denke schon. Na, wobei da hinten geht es wieder hoch. Aber ich denke, das war die Karawane. Aber jetzt ist auch so ein bisschen unter unten. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr denkt, ob das eingerechnet wird oder nicht. Aber ich bin gespannt, was uns da so erwarten wird. Das giftige Bla. 15 Stunden Elefanten werden von 10 Elefanten greifen mich an, wenn ich. Cool. 10 Ehre. Gib ihm. So, 10 Elefanten, nächste Folge. Ich wünsche euch was und tschüss. Und Däumchen nicht vergessen.